Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Tut mir leid, wenn meine Stimme sich ein bisschen komisch anhört. Sie ist heute ein bisschen rau. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen. In diesem Video geht es heute um den Song, den ich rausgebracht habe und um das Musikvideo. Denn es sind sehr viele Fragen gestellt worden, die noch offen sind. Und ich auch nochmal dazu was sagen möchte. Und mich bedanken möchte und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Und zwar habe ich am 23. jetzt am Freitag den Song und das Musikvideo rausgebracht. Den Song könnt ihr natürlich überall downloaden, Spotify, iTunes und so weiter. Das Musikvideo findet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke euch das am besten hier am Ende des Videos. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr dann cooles Feedback da lässt. Und ja, schaut das euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, es wird mir sehr, sehr wichtig. Und ja. Die meistgestellteste Frage, auch von meinem Bekanntenkreis, also Freunden oder Familie, die wussten ja von dem Song noch gar nichts. Also natürlich wussten meine Freunde, Familie noch nichts davon. Genauso wie ihr, keiner wusste was davon. Außer halt meine Eltern und ich und mein Manager und Mike natürlich auch. Ich wurde sehr oft gefragt, seit wann singst du? Also ich war früher in einem Chor und das war ja jetzt kein richtiges Singen, würde ich sagen. Singt man eher so, das ist halt Kirchenchor gewesen, deswegen. Aber so richtig singen, so, ich habe auch nie vor Leuten gesungen, egal ob vor Freunden oder so. Ich habe mich das auch wirklich nie getraut, weil ich einfach immer gesagt habe, ja, ich finde meine Stimme nicht schlecht, aber ist jetzt nicht, wo ich sagen kann, boah, du musst jetzt auf jeden Fall nach DSDS oder du hast die krasseste Stimme, du kannst es jedem vorsingen. Aber jetzt mittlerweile, wo ich auch viel übe, fällt es mir ein bisschen leichter, Töne zu treffen. Also wie gesagt, es steckt wirklich Übungen dahinter. Man muss halt so eine, quasi eine Bass haben. Man muss halt eine schöne Stimme haben. Also wie gesagt, es ist halt auch immer Geschmackssache, ne? Also ich mag auch zum Beispiel Stimmen von manchen Stars nicht, wo ich mir so sage, so nee, ist nicht so mein Ding, aber für manche schon so. Aber das heißt nicht gleich, dass die Person nicht singen kann, nur weil es mir nicht gefällt. So, das ist schon mal eins. Und es war halt sehr spontan irgendwie. Ich habe gesagt so, ja, ich würde gern alles machen. Also ich bin für alles offen, egal ob es jetzt Schauspielern singen ist. Das habe ich halt von vornherein zu meinem Manager gesagt. Und ich sollte dann natürlich was vorsingen und dann haben wir das ausprobiert. Und wir haben uns halt beschlossen, dass wir dann den Song Mädchen covern. Der Song wurde damals mega gefeiert. Ich weiß es von meiner Mama her. Und jedes Mädchen hat diesen Song unnormal geliebt. Ich höre es nicht nur von meiner Mama, ich habe es auch von ganz vielen anderen gehört, dass der Song so eine richtige Mädchenhymne war. Und da dachte ich mir so, Anja, das ist doch voll die geile Idee. So. Und wo er dann mir den Beat dazu gezeigt hat, also den neuen Beat jetzt von dem Song, was ich jetzt halt gecovert habe, davon der Beat, wo ich mir das angehört habe, ich dachte mir so, hä, das hört sich voll cool an. Also ich weiß nicht, mir hat das direkt gefallen. Mir hat es direkt gefallen. Ich fand das super. Ich hatte fast Tränen in den Augen, weil ich mir so dachte, boah, krass, ey. Die haben dann halt meine Stimme da drauf gelegt und dann den Beat so. Das hat sich auf jeden Fall mega cool angehört für mich. Und ich habe sofort gesagt, okay, das will ich auf jeden Fall machen und das hört sich cool an. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass man den Beat so geil verändern kann. Also ich hatte ja gar keine Ahnung davon, dass man das so cool machen kann, so cool gestalten kann. Für alle, die den Song von früher nicht kennen, der Song ist von Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin oder Mädchen, ich weiß jetzt nicht, wie sie den genannt hat. Der ist doppelt so alt wie ich, der Song. Was ich mit dem Song bewirken will oder was ich damit sagen möchte, eher vielleicht auch mit meinem Musikvideo. Also der Song ist halt mega frech, genauso wie das Musikvideo, frech, bunt. Mädchenhaft, pink und Glitzer und keine Ahnung was. Aber vielleicht ist es dem einen oder anderen sogar aufgefallen, dass sogar die Mädchen, die in meinem Musikvideo mitgespielt haben, da war einmal eine Boxerin, dann war einmal eine Fußballerin dabei und da war einmal auch eine Braut, die halt einen Burger gegessen hat und Pommes. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir Mädchen
es ist egal, wenn wir Fußball spielen, wenn uns das so Spaß macht, können wir das doch machen. Ist zwar, weil viele immer so sagen, hä, das machen doch Jungs. Ist doch egal, wir Mädchen machen das, worauf wir Bock haben. Wir Mädchen machen das, was uns Spaß macht. Wenn wir meinen, wir möchten uns gerne schick machen, dann machen wir das. Und wenn wir meinen, wir möchten gerne Fußball spielen oder wir laufen jetzt mein Jogginghose rum, ist das auch egal. Ja, das möchte ich einfach damit sagen, dass auch wir Mädchen Fußball spielen dürfen, dass wir boxen dürfen, dass wir auch mit einem schönen Brautkleid mal einen Burger essen dürfen. Also, ja, also wir sind genauso Menschen und ich finde, das ist auch so ein Thema, so Gleichberechtigung. Das ist wirklich, ich weiß nicht, also Frauen werden manchmal so blöd dargestellt, so die Männer dürfen alles machen, also oft ist es so. Und die Frauen dürfen das nicht und das nicht und das nicht. Und nur weil man einen Bauch frei trägt, ist man direkt billig oder keine Ahnung. Es gibt einfach so dumme Vorurteile gegenüber Frauen, Mädchen. Und das finde ich halt mega doof. Und das wollte ich halt auch mit diesem Video sagen. Also vielleicht ist es den einen oder anderen aufgefallen, wenn ihr euch das Video mal genau gründlich anguckt. So, ich bin auch nicht immer schick angezogen. Ich sitze auch manchmal in meinem Bett mit einer fetten Jogginghose, ein langes Jugend-T-Shirt, einen Zopf gemacht, ungeschminkt und zocke. So, es macht mir Spaß. Warum sollte ich das denn nicht machen dürfen? Ich weiß nicht. Also, ja, das wollte ich halt damit sagen, dass wir halt selbstbewusst sein sollen. Wir sollen das machen, auf was wir Bock haben. Wenn wir meinen, wir schminken uns, dann schminken wir uns. Wenn wir meinen, wir gehen ungeschminkt raus, dann gehen wir halt ungeschminkt raus. So wie wir uns gerade wohlfühlen. Wir sollen einfach so bleiben, wie wir sind und so, wie wir uns wohlfühlen und nicht auf andere hören. Es hat dir zugefallen und nicht den anderen. Und deswegen finde ich, jeder ist sein eigener Typ. Jeder ist sein eigener Herr und deswegen sollen wir ruhig entscheiden können, wie wir rumlaufen. Wir haben den Song genommen, weil er halt früher eine Mädchenhymne war und viele Mädchen den gefeiert haben. Wir dachten halt, dass wir das wieder halt aufbauen können, dass wir Mädchen wieder ja, zusammenhalten, dass wir stark sind, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollen. Einfach dieses Zusammenhalten, was früher auch war. Nicht dieses, ich gönne ihr nichts, ich gönne denen nichts, sondern dass wir wirklich alle zusammenhalten, dass wir stark sind, dass wir selbstbewusst sind und ja, also das ist mir halt schon wichtig. Jetzt möchte ich mich wirklich von Herzen nochmal bei allen von euch bedanken, die mich wirklich immer unterstützen, egal was passiert, egal ob es schlechte Zeiten sind oder gute Zeiten, dass ihr wirklich immer hinter mir steht. Wirklich, ich schätze das so sehr, dass ihr, egal was kommt, ihr steht einfach voll und ganz hinter mir. So, und ihr sagt das auch und es ist euch egal, was kommt. Und es ist einfach wirklich schön zu sehen. Also ich sehe oft viele Namen, die ich schon seit anderthalb Jahren auf meinem Kanal sehe, die wirklich regelmäßig kommentieren, posten, mich wirklich unterstützen. Und natürlich auch an die, die neu gekommen sind und mich gerne mögen oder mich halt feiern. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so eine Community habe und ich hoffe, dass wir immer weiter größer werden und alle zusammenhalten. Ja, wirklich danke. Also ohne euch wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Ich hätte kein Musikvideo, ich hätte nicht diesen Song produzieren können, ich hätte keinen blauen Haken, ich wäre nicht in der Presse, ich wäre nicht in der Bravo. Es ist einfach so ein Kindheitstraum und es ist nicht selbstverständlich, dass ich sowas erleben darf. Deswegen, also auch mit der Karma-Tour von Mike Singer, solche Sachen zu erleben, ist wirklich das Krasseste und das werde ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen und es wird immer in meinem Herzen bleiben. Und ja, es ist einfach so eine schöne Erinnerung, sowas erleben zu dürfen. Deswegen, wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich. Deswegen, ich danke euch wirklich für alles. Ihr seid krass. Ihr erfüllt mir so meine Träume und ich weiß nicht, ich könnte euch, am liebsten würde ich euch alle persönlich so einmal Danke sagen. Leider geht das nicht. Und ich bin auf jeden Fall bereit, mehr Musik zu machen, weil es mir erstens Spaß macht
und es wirklich noch üben. Ich habe keine perfekte Stimme, das weiß ich. Ich habe das auch nirgendwo erwähnt oder sonst irgendwo. Ja, und deswegen möchte ich mich gerne heraufarbeiten, an meiner Stimme gerne arbeiten und mal gucken, was draus wird. Und vielleicht kommt ja noch mehr von mir, wer weiß. Ich war ja jetzt am Samstag, war ich auf diesem Insta-Stories-Festival und es lief einfach mein Song und das war einfach so krass und ich habe mich so gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist schon wirklich komisch und wirklich krass, wenn man sich selber hört und man, ja, also einfach so ein Song von sich selber so. Also mit deiner eigenen Stimme, das ist schon krass. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch hier mitgefallen. Wie gesagt, ich verlinke hier, ich weiß jetzt nicht wo, verlinke ich das Musikvideo und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich würde mich mega freuen und gebt dem Video einen Daumen hoch. Das würde mich natürlich auch freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video am Samstag. Bis dann!